Beim Nachwuchsturnier Future Champions in Hagen am Teutoburger Wald bringen Reiter Max Haunhorst Teil des deutschen Nationenpreisteams. Darauf hat sich der Nachwuchsreiter auch vorbereitet. Also so ganz speziell haben wir jetzt nichts gemacht. Wir haben ein bisschen mehr auf Ausdauer trainiert, die Pferde. Jetzt nicht so viel springen, sondern mehr lange Galoppstrecken. Und dann kurz vorher haben wir einmal Parcours gesprungen. Ja, und dann war auch eigentlich das Training so gut wie beendet. Ein bisschen mehr Dressurarbeit vorher und dann ging das. Und auch neben dem Reitsport hält er sich fit. Laufen wir jetzt nicht unbedingt, so manchmal mit Freunden Fußball spielen oder sowas. Aber wir als Sportler achten generell immer auf unsere Ernährung. Eben ganz Sportler. Kurz vor dem Start nutzt Max Haunhorst die Zeit und schaltet noch einmal ab. Ja, ein bisschen Musik hören, in die Sonne legen, sowas. Also jetzt nichts Aufregendes machen, sondern ein bisschen runterkommen.